Auslauf. Jetzt kann ich meinen Score komplett vergessen. Morgen, Konstantin. Bitte schön. Soll ich dich eigentlich ab heute Dr. Security nennen? Du hast es gelesen. Ich hatte bei dem Interview eigentlich den Eindruck, dass es um meine Forschung geht und nicht um mich. Apropos Forschung, hast du dir eigentlich schon mal die Bewerbungen angeschaut? Ja, nicht nötig. Ich habe diejenige eingeladen, die uns auf die Sicherheitslücke unserer Webseite hingewiesen hat. Wie du meinst. Ich kaufe dir, glaube ich, mal einen Plastikbonsai. Das da ist schon der zweite, der dir eingeht. Ja, nee, lass mal. Ich mag das. Es gibt beim Büro so eine gewisse Endzeitstimmung. Nicht so zaghaft. Gehen Sie ruhig rein. Die Toiletten sind eine Tür weiter. Professor Salz? Wir hatten gemailt. Ich bin Ella Plomo. Ach, da können wir auch gleich zum Du übergehen. Sie, Arschloch, klingt immer so scheiße. Findest du nicht? Also in deinen E-Mails warst du eloquenter. Sie hätten jetzt aber nicht meinetwegen auflegen müssen. Du bist ja genauso brav, wie du Auto fährst. Hinsetzen. Ich fahre nicht immer so. Ich teste nur gerade, wie sehr du den Verkehr behindern kannst? Nein. Ich habe mir von der Versicherung so eine Telematikbox einbauen lassen. Aha. Je besser ich fahre, desto weniger zahle ich. Ah, verstehe. Deine Versicherung gibt dir Fleißbienchen für deinen Oma-Fahrstil und jetzt bist du sauer auf mich, weil du wegen mir ein dickes, fettes Teufelchen in deinem Versicherungsheft hast. Nein, darum geht's mir gar nicht. Mich interessiert, was genau die Box der Versicherung sendet. Ich kann nämlich jederzeit online einsehen, wann ich Punktabzug bekomme, weil ich schlecht gefahren bin. Aber konditioniert uns diese Box im Auto nicht zu besseren Fahrern, wenn wir uns ständig beobachtet fühlen? Konditionierung durch positive Erfahrung. Das hat Pavlov schon vor 110 Jahren mit seinem Hund gemacht. Wo kommst du denn her? Novosibirsk. Ich bin Nikolai. Bist du die Neue? Ja. Hallo. Ella. Ja, Verhalten ändern. Das ist Hausfrauenpsychologie. Viel interessanter ist doch, wie kommen eigentlich die Daten aus der Box zur Versicherung? Klingt spannend. Klingt nach Brutkasten? Definitiv, Brutkasten. Brutkasten? Yeah, and I was talking to this Polish guy, and he was basically describing this data structure where it's like a snake. Thank you.
Hier im Brutkasten werden die guten Ideen großgezogen. Wie sendet eigentlich deine Box die ganzen Daten an die Versicherung? In der Box ist eine SIM-Karte. Darüber ist sie mit dem Internet verbunden und sendet permanent die Position des Autos. Und die Geschwindigkeit. Sind denn die Daten, die deine Box sendet, verschlüsselt? Ansonsten können Hacker die Daten abgreifen. Dann weiß nicht nur die Versicherung, wo du bist und wie schnell du fährst. Nein, manche Boxen übertragen die Daten unverschlüsselt. Die Hacker könnten die Daten also abhören und wüssten anhand der gesendeten GPS-Position exakt, wo sich jedes Auto befindet. Ich sehe ein neues Geschäftsmodell. Man wüsste immer, wo teure Autos parken. Manche Telematikboxen verschlüsseln zwar die Daten, sodass nur die Versicherung selbst sie lesen kann. Aber so eine Box ist quasi die NSA auf vier Rädern. Die wissen immer genau, wo ich bin, ob ich zu schnell fahre, ob ich mein Auto auch abgeschlossen habe. Na, im Moment nutzen sie die Daten nur für Rabatt, für gute Autofahrer. Aber man bekommt ja schon Punkte abgezogen, wenn man nur ein bisschen zu schnell fährt. Theoretisch wissen die auch genau, ob ich mehr Kilometer pro Jahr fahre, als ich angegeben habe. Und je mehr sich so ein Teil einbauen, desto höher wird der Druck auf die Verbleibenden. Aber das kennen wir ja alles schon. Ich habe nichts zu verbergen. Die Box sollte nur berechnen, wie gut man fährt. Die Versicherung bekommt dann nicht mehr alle Details, sondern nur grobe Informationen über das Fahrverhalten. Ob man vorausschauend oder riskant fährt. Aber denkst du nicht, dass selbst diese Bewertung noch verschlüsselt übertragen werden sollte? Natürlich, verschlüsselt. Aber so eine Box kommt mir trotzdem nicht in mein Auto. Ihr rotes Cabrio ist dafür eh viel zu alt. Das hat ja nicht mal einen Bordcomputer, um die Box anzuschließen. Es ist schon schlimm genug, dass du zu Konstantins Fiat 124 Spider rotes Cabrio gesagt hast, aber es ist noch schlimmer, dass sich dir nicht die Haare sträuben, wenn du sagst, dass die Box deinen Bordcomputer mit dem Internet verbindet. Ja, zum Glück gibt's im Internet keine Hacker, sonst könnten die sich über deine Box Zugriff auf deinen Bordcomputer verschaffen. Überleg mal, wie oft du Sicherheitsupdates auf deinem Computer installieren musst. Okay. Ein Auto ist heutzutage so vollgestopft mit Computern wie die U-Bahn in Moskau mit Menschen. Das sind bestimmt 50 Computer, die alle an einer Datenleitung hängen. Diese Datenleitung ist der CAN-Bus. Über diese Datenleitung wird der Motor gesteuert, die Zentralverriegelung geöffnet oder der Airbag ausgelöst. Und diese Datenleitung, dieser CAN-Bus, über den alles gesteuert wird, ist quasi das Nervensystem. Und die Sicherheit des Nervensystems lebt davon, dass es ein abgeschlossenes System ist, das niemand direkt beeinflussen kann. Und die Telematikbox von der Versicherung greift jetzt von diesem CAN-Bus die Daten vom Gaspedal oder vom Bremspedal ab. Daraus kann sie berechnen, ob der Fahrer behutsam fährt oder fährt wie ein gesunkenes Schwein. Gesenkte Sau heißt das. Angenommen, die Box hat eine Sicherheitslücke, dann hackt sich jemand während der Fahrt ein und du hast einen blinden Passagier an Bord, der die Kontrolle übernimmt. Vielleicht hast du Glück und er ändert nur die Temperatur deiner Klimaanlage. Das merkst du vielleicht. Was du auf jeden Fall merkst, ist, wenn er die Bremsen deaktiviert. Eine gute Box sollte also isoliert vom Nervensystem des Autos sein. Keine Verbindung mehr zum CAN-Bus, kein Sicherheitsrisiko. Wenn sie aber isoliert ist, kann sie nicht mehr die Gaspedalstellung vom CAN-Bus abgreifen. Also braucht sie eigene Sensoren, um die Beschleunigung zu messen. Ja, genau. Die Box selbst misst die Beschleunigung und wie stark man bremst. Daraus errechnet sie das Fahrverhalten und die Versicherung bekommt nur noch den Score übermittelt, wie vorausschauend man fährt. Verschlüsselt natürlich. Sicher. Konstantin, ich muss heute ein bisschen früher gehen. Wir fahren heute unser neues Auto abholen. Was denn für eins? Ich bin so begeistert. Es ist komplett elektrisch. Morgens im Winter ist das Auto schon warm. Man kann nämlich mit einer App die Standheizung schon anschalten. Und auch das Schiebedach öffnen. Und die Sitzheizung kann man, glaube ich, auch anmachen. Und die Scheinwerfer.